Ja, guten Abend. Und zunächst mal möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, hier die Gelegenheit zu haben, diese Ringvorlesung mit meinem Vortrag zu eröffnen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass Sie mich dazu eingeladen haben und bedanke mich auch für die ausführliche und wohlwollende Vorstellung meiner bisherigen Arbeiten. Was ich noch brauche, ist mein Manuskript. Das ist Und wie schon gesagt, wir werden uns heute vor allen Dingen mit einem Themenkomplex beschäftigen, der für die Geschichte oder für die Wissenschaftsgeschichte des Nationalsozialismus sozusagen zentral ist, ein Fokus darstellt, woran jeder denkt, der je über Wissenschaften im Nationalsozialismus nachgedacht hat. Und der Ihnen sicherlich auch als solcher geläufig sein wird. Insofern werde ich Ihnen womöglich gar nicht so sehr viel Neues erzählen, denn mein Themengebiet gehört zu denjenigen, die tatsächlich sehr ausführlich bearbeitet wurden und das nicht erst im Forschungsprogramm zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, sondern bereits seit den 80er Jahren ist die NS-Medizin immer wieder thematisiert worden, sowohl wissenschaftlich als vor allen Dingen auch journalistisch und öffentlich. Und ich möchte Ihnen als nächstes, also mein Vortrag ist in vier Teile geteilt, ich möchte Ihnen als erstes eben diese Vorstellungen über NS-Wissenschaften, NS-Medizin nochmal ins Gedächtnis rufen, Sie dann mit den Fakten konfrontieren, damit auch so einigen Ergebnissen, die innerhalb unseres Forschungsprogramms dann auch neu zutage getreten sind. Wir werden uns dann kurz mit der unmittelbaren Nachkriegszeit und der Rolle der oder dem Umgang der Max-Planck-Gesellschaft mit dieser Vergangenheit beschäftigen und dann möchte ich Ihnen abschließend etwas ausführlicher vorstellen, eine Veranstaltung, die 2001 stattgefunden hat, wo sich der damalige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert Markel, im Namen der deutschen Wissenschaften entschuldigt hat. Und darüber werden wir dann abschließend reden und uns überlegen, oder ich meine, Ihnen auch meine Überlegungen vortragen, wie möglicherweise mit dieser Vergangenheit auch weiterhin umzugehen ist. So, zunächst also zu den Vorstellungen. Wenn in der öffentlichen Debatte oder den populären Medien einschließlich der Qualitätspresse von NS-Wissenschaft die Rede ist, wird immer noch gern auf ein Syndrom fokussiert. Also, so definiert es Wikipedia, eine Kombination von verschiedenen Symptomen, die typischerweise gleichzeitig und gemeinsam auftreten. Im Fall des Syndroms NS-Wissenschaft handelt es sich dabei um die Symptome Zwillinge, Mängele an der Auschwitz-Rampe und Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik. Ich werde das im Folgenden öfter abkürzen, entweder KWI für Anthropologie oder überhaupt nur KWIA. Der lange Titel schlägt mir sonst noch zusätzlich auf meine erkältete Stimme. Sie sehen hier so eine Collage aus diversen Zeitungsartikeln, wie Sie sehen, ist das keine populäre Presse. Es sind die wichtigsten naturwissenschaftlichen, also international wichtigsten naturwissenschaftlichen Zeitungen Nature and Science. Es ist die Zeit, und man hätte noch den Spiegel noch dazu tun können. Leider habe ich aus der Zeit nicht mehr den Originaltitel Text bekommen, sondern nur noch das aus dem Archiv der Zeit, sonst wäre es noch etwas eindrucksvoller. Und Sie sehen schon, es ist Auschwitz, es sind die Augen aus Auschwitz, die werden uns auch noch weiter beschäftigen. Und es ist immer wieder auch das Wort Apology und how to apologize or not to apologize. So, und hier haben wir jetzt unsere drei Symptome,
Die Zwillinge, das ist ein sehr bekanntes Foto, was Sie... das sollte ich nicht tun. Dieses Foto finden Sie immer wieder und überall. Es zeigt in der Front also ein Zwillingspaar, die Geschwister Moses Chor, auf die wir dann auch noch genauer zu sprechen kommen. Sie kennen da sicherlich auch dieses Bild von Mengele, dem Arzt an der Rampe von Auschwitz. Und Sie sehen das Gebäude des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie in Berlin-Dahlem in der Ihnestraße. Also heute ist es etwas eingebauter, aber es steht nach wie vor an derselben Stelle, in derselben Größe. Und jetzt wollen wir uns diese Symptome etwas genauer anschauen. So, zunächst mal Zwillingsforschung. Die Zwillingsforschung gilt im Reden über NS-Medizin sozusagen immer als der innerste Kreis des Infernos von Auschwitz. Dabei ist Zwillingsforschung keineswegs eine typisch nationalsozialistische oder per se rassistische Forschungsrichtung, sondern sie ist nur eine unter vielen Methoden der genetischen Forschung, begründet von Francis Galton, dem ersten berühmten Protagonisten einer eugenisch orientierten Humangenetik. Zwillingsforschung wurde als nicht-invasive humangenetische Methode etabliert, zu einer Zeit, als das Wort Gen allenfalls eine Suchrichtung, aber noch längst kein konkretes biologisches Objekt bezeichnete, geschweige denn, dass die DNA bekannt gewesen wäre. Zwillingsforschung bot verschiedene Möglichkeiten der Frage nach der Vererbung von Merkmalen auf die Spur zu kommen. Man konnte im Vergleich von eineigen und zweieigen Zwillingen etwa die Erblichkeit von Merkmalen überhaupt versuchen einzukreisen. Oder man konnte im Vergleich von eineigen Zwillingen untereinander den Einfluss von Vererbung und Umwelt auf die Ausprägung von Merkmalen versuchen näher zu beschreiben, einzukreisen. Es geht nicht um eindeutige Definitionen. Voraussetzung ist, dass man genau wusste, ob man eineige oder zweieige Zwillinge vor sich hatte, und das war keineswegs klar, aber dazu kommen wir dann auch noch später. Die Zwillingsforschung als Methode ist auch heute nicht obsolet geworden. Auch nach der Entdeckung der DNA wird sie nicht mehr in dem Umfang und nicht mehr in der Prominenz, aber immer noch auch verwandt, etwa wenn es um die Ethologie oder die Psychologie des Menschen geht, aber auch in der modernen Molekularbiologie, wenn es etwa darum geht, die Konstanz von Genen im Lebensverlauf und die epigenetischen Bedingungen ihrer Wirksamkeit zu erforschen. Unser zweites Symptom. Josef Mengele als Wissenschaftler an der Rampe von Auschwitz. Auch diese Fotos sind berühmt. Sie sehen einmal hier die Rampe in Auschwitz. Und hier nochmal dieses Mengele-Foto. Es ist nicht ganz klar, ob einer dieser SS-Männer hier vorne tatsächlich Mengele ist. Es wird vermutet, aber es lässt sich nicht eindeutig beweisen. Und hier sehen wir Mengele diesmal nicht in SS-Uniform, sondern in einem Arztkittel mit einer Kiste von Büchern. Wann genau dieses Bild aufgenommen wurde und wo, konnte ich nicht recherchieren. Möglicherweise ist es ein Umzug vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie nach Auschwitz. Aber das ist eine reine Vermutung. Mengele war vielleicht ein Sadist, aber er war, und das wollte ich mit der Gegenüberstellung der beiden Fotos von Mengele zeigen, er war sicher kein Pseudowissenschaftler. Er war doppelt promovierter Anthropologe und Mediziner und hatte das erste Mal promoviert in Anthropologie mit einer rassenphysiologisch vergleichenden Untersuchung zur Morphologie des vorderen Unterkieferabschnitts bei Theodor Mollison in München 1935.
Seine zweite genealogisch angelegte medizinische Dissertation über den Erbgang und die Manifestation der Lippenkiefer-Gaumenspalte oder Vulgo der Hasenscharte hatte er 1939 bei Ottmar von Verschür eingereicht und fertiggestellt. Diese Arbeit wurde bis in die 60er Jahre hinein als Standardwerk rezipiert. Auf der anderen Seite hatte Mengele eine schnurgerade SS-Karriere, die begann mit dem Eintritt zunächst mal in den Stahlhelm 1931, 34 in die SA, 39 in die SS. Und als er dann einberufen wurde, 1940, meldete er sich gleich zur Waffen-SS. Er war dann von 41 bis Anfang 43 an der Ostfront, wurde verletzt und zurück nach Berlin geschickt, wo er seine Verletzungen auskurierte. Und während dieser Zeit der Rehabilitation sozusagen dann am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie als Gast war, bevor er dann im Mai 1943 als leitender Lagerarzt ins sogenannte Zigeunerlager nach Auschwitz beordert wurde. Überlebende Häftlingsärzte berichteten bald nach Kriegsende über die Körperteile und Organentnahmen, Analysen und Präparationen, die sie auf Mengeles Anordnung hin ausführen und nach Berlin versenden mussten. Aber sie konnten meistens die Forschungskontexte, in denen diese Präparate stehen würden, wenn sie denn in Berlin ankamen, nicht erkennen. Inzwischen können wir viele, aber bei weitem nicht alle forscherischen Aktivitäten Mengeles in Auschwitz auf zwei miteinander verbundene Interessen zurückspiegeln. Das eine sind seine eigenen Habilitationspläne. Und das zweite ist die Kontaktpflege zu seiner engsten Scientific Community und das eben ist das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie. Und damit gucken wir auf unser drittes Symptom. Dieses Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie war 1927 gegründet worden, also es ist keine Gründung etwa aus der NS-Zeit, sondern eine aus den goldenen 20er Jahren und erfolgte in einem parteiübergreifenden Konsens einschließlich der Sozialdemokratie, also eines eugenischen Konsenses von links bis rechts. In der wissenschaftshistorischen Forschung wird von meinem damaligen Kollegen Benoît Massin, werden Mengeles Forschungslaboratorien in Auschwitz als Außenstelle des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie bezeichnet. Daran darf man nun allerdings auch Zweifel haben, denn wäre es so, dann würde Mengele mit Sicherheit unterschätzt. Mengele war in vielerlei Hinsicht inspiriert von den Forschungen seiner Doktorväter und besonders den Forschungsansätzen am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie. Aber er blieb in Auschwitz sein eigener Herr und kooperierte mit mehreren akademischen und industriellen Forschungseinrichtungen und unter anderem eben den IG Farben. Wäre auch verkehrt, wollte man dieses Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie sozusagen als Inbegriff der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nehmen. Und wenn man von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft redet, immer nur dieses Institut vor Augen haben. Erleben das immer wieder, gerade auch von Überlebenden der NS-Medizin, die immer sagen, das Kaiser-Wilhelm-Institut ist sozusagen der Spiritus Rector hinter all ihrem Leiden und sie meinen damit die Max-Planck-Gesellschaft als Nachfolgeorganisation als Ganzes. Auch das würde wiederum der KWG nicht gerecht. Innerhalb der KWG gab es während der NS-Zeit circa 40 über ganz Deutschland verteilte Institute in den verschiedensten natur- und rechtswissenschaftlichen Disziplinen. Und es wird Ihnen nicht gerecht, Sie mit dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie gleichzusetzen, nicht weil Sie zu Unrecht in Sippenhaft genommen würden, sondern
weil deren je eigener Beitrag zur Festigung und kriegerischen Expansion des NS-Regimes übersehen wird, wenn man sich nur auf das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie konzentriert. Damit komme ich zu meinem zweiten Teil und möchte Ihnen einige Fakten präsentieren. Vor allen Dingen eben für den engsten, den inhaltlichen Gegenstand des heutigen Abends, eben die Zwillingsforschung. Die Verbindung von Dahlem vom Kaiser-Wilhelm-Institut nach Auschwitz in die Forschungslabor von Mengele besteht zunächst in der Verbindung zwischen Doktorvater und Doktorand. 1939, ich sagte es Ihnen schon, hatte Mengele seine Dissertation bei Verschür abgeschlossen. Verschür leitete zu dieser Zeit das Frankfurter Universitätsinstitut für Erbbiologie und Rassenhygiene und erwarb dort die professoralen Würden und Führungsqualitäten, die er als designierter Nachfolger von Eugen Fischer, dem Direktor des 1927 gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts, benötigen würde. Auf der Seite von Mengele unterbrachen der Krieg und die Einberufung zunächst seine Karriere als vielversprechender Nachwuchswissenschaftler. Aber man blieb auch über die Zeit der Einberufung und des Kriegsdienstes miteinander in Kontakt und traf sich im Frühjahr 1943 für einige Monate in Berlin, eben an jenem Institut. Verschür war inzwischen zum Direktor dieses Instituts als Nachfolger Fischers berufen worden und Mengele verbrachte dort einige Monate als Gastwissenschaftler, der nach der Ausheilung seiner Verletzungen an der Ostfront auf seinen neuen Einsatzbefehl wartete und der ihn dann eben im Mai 1943 nach Auschwitz beordern würde. Bis dahin hatte er sich mit den laufenden Forschungen sowie den Kollegen und Kolleginnen am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie hinreichend vertraut gemacht, um mit ihnen die ungeahnten biowissenschaftlichen Möglichkeiten des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz nutzend, sinnvoll kooperieren zu können, und zwar auf mehreren Gebieten. Zunächst und vor allem eben auf dem Gebiet der Zwillingsforschung. Sie sehen hier auf dieser Folie wieder links ein Bild aus Berlin, vom Kaiser-Wilhelm-Institut selbst. Sie sehen da zwei blonde Zwillinge, kleine Mädchen würde man vermuten, die eine Tafel betrachten, auf der verschiedene Augenfarben aufgebracht sind, also sehr feine Nuancen von möglichen Augenfarben. Und es geht darum, dass die Augenfarbe dieser Mädchen festgestellt wird, also mit einer dieser abgestuften Farben in Übereinstimmung gebracht wird. Sie sehen rechts die berühmte Zwillingskartei, ebenfalls im Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin. Und Sie sehen in der Mitte eine andere Aufnahme jener vermutlich Mengele-Zwillinge unmittelbar nach der Befreiung. Wenn Sie genau hingucken, sehen die Kinder auf diesen Fotos schon wieder relativ gut genährt aus. Es sind Fotos, die, glaube ich, so 14 Tage nach der Befreiung von der sowjetischen Armee gestellt wurden, also wo sozusagen nochmal die Befreiung gefilmt wurde, aber es ist eine Inszenierung. Aber es sind eben dann doch die Kinder, die dort vorher inhaftiert waren. So, Zwillingsforschung. Mengele selbst hatte bis dahin nicht mit der Methode der Zwillingsforschung gearbeitet. Er hatte eben die erste Dissertation
arbeitete mit vergleichender Rassenmorphologie und die zweite Dissertation arbeitete genealogisch mit der Methode der Familienforschung. Aber Mengele war hinreichend vertraut mit den Schwierigkeiten, die die Zwillingsforschung unter Normalbedingungen zu gewärtigen hatte. Nämlich, es gab immer zu wenig freiwillige Probanden. Sie verursachten hohe Kosten und Organisationsaufwand und vor allen Dingen die Untersuchungen an ihnen beschränkten sich auf genaue Beobachtung, Vermessung, nicht-invasive Experimente und allenfalls Blutentnahmen. Erst im mörderischen Kontext von Auschwitz konnten die methodischen Potenziale der Zwillingsforschung voll genutzt werden. Benoît Massin hat dieses herausgearbeitet und es sind vor allen Dingen drei Elemente, die dafür wichtig wurden. Es war der Zugriff auf sämtliche eingelieferten Zwillinge in Auschwitz, vor allem aus den rassistisch verfolgten Gruppen der Juden, Sinti und Roma. Und dieser Zugriff vervielfachte die Zahl der Probanden etwa um den Faktor 10. Dank der hohen Zahl unfreiwilliger Probanden konnten die Vermessungs- und Beschreibungsmethoden der sogenannten multifaktoriellen Ähnlichkeitsdiagnostik massenhaft überprüft und verfeinert werden. Bei dieser multifaktoriellen Ähnlichkeitsdiagnostik geht es eben um das Problem, dass man eineige und zweieige Zwillinge eben mitnichten so eindeutig feststellen kann, wie wir uns das so normalerweise vorstellen. Selbst wenn die Kinder sich sehr ähnlich sind, sagt das noch lange nicht, dass sie wirklich eineige Zwillinge sind. Und man hat eigentlich im Grunde genommen erst nachdem man DNA-Analysen machen kann, kann man es wirklich eindeutig sagen, alles andere sind immer nur Annäherungswerte, ob die Kinder nun wirklich eineiig oder zweieiig sind. Aber um dann wiederum Aussagen über die Vererbung ihrer Merkmale zu machen, müsste man diese Entscheidung eben möglichst genau treffen können. Und dieses Problem war Verschür und all denjenigen, die mit dieser Methode arbeiteten, natürlich bewusst. Und es ging ihnen darum, die Instrumentarien zur Feststellung, habe ich es nun mit eineigen oder mit zweieigen Zwillingen zu tun, besser hinzukriegen. Und multifaktoriell hieß, dass man also die unterschiedlichsten Faktoren abprüfte, die Augenfarben, die Ohrenformen, Haarfarbe, die Morphologie, also alle möglichen Körpermerkmale, wurden abgecheckt in großen Fragebögen, an die sich auch die Kinder in Auschwitz noch erinnern konnten, dass sie sehr viel, auch Frau Eva Moses-Kohr berichtet davon, dass sie immer sehr genau untersucht wurden. Das tat alles noch nicht weh, aber sie wurden eben, und das wurde alles auf Bögen eingetragen. Und diese Bögen hat man dann wieder nach Berlin geschickt. Und dort ging es darum, diese Bögen, und jetzt hatte man massenhaft dieser Bögen, auszuwerten und zu sehen, wie man das eigene Instrumentarium zur Definition von Eineiigkeit und Zweieiigkeit verfeinern konnte. Also das war der eine Aspekt, der Zugriff auf möglichst viele Zwillinge, der dadurch jetzt in Auschwitz gegeben war. Das zweite war, dass jetzt jede Art invasiver Experimente von der mehr oder minder riskanten Entnahme von Gewebeproben oder von Organen bis hin zur künstlichen Infizierung mit lebensbedrohlichen Keimen möglich war. Es ging dabei um die Erforschung der Heritabilität von Pathologien, von erblichen oder populationsgenetisch bedingten Krankheitsresistenzen und Dispositionen. Und der dritte Aspekt, den Auschwitz bot, war, dass man Zwillinge dort nicht nur als lebende Menschen klinisch, sondern als ermordete Menschen auch pathologisch vergleichend untersuchen konnte, was eine ungeheure Erweiterung der Erkenntnismöglichkeiten über die Heredität von Merkmalen bzw. die phänogenetische Ausprägung von Erbmerkmalen bot. War die Zwillingsforschung zuvor der schmale Königsweg einer in ihren Methoden ethisch streng begrenzten Humangenetik, so wurden Zwillinge unter ethisch entgrenzten Bedingungen Opfer des jetzt erst in vollen Zügen ausschöpfbaren Potenzials dieser Methode.
Die Verbindung zwischen dem KWI für Anthropologie und Auschwitz beschränkte sich nicht auf Verschür und Mengele. Es waren weitere Personen involviert. Das wären zum Beispiel, also die wir identifizieren konnten, auf Seiten der SS-Ärzte Siegfried Liebau und Erwin von Helmersen, die auch zwischen Auschwitz und Dahlem pendelten. Und auf Seiten der Mitarbeiter in Berlin im Institut haben wir vor allen Dingen, die ist ja auch sehr bekannt, Karin Magnussen, Hans Grebe und Wolfgang Abel. Weitere Personen mögen hinzukommen, aber diese Personen sind ausführlich beschrieben worden in ihrer Kooperation mit Auschwitz. Die Kooperationen bestanden darin, dass Mengele Blutproben von Menschen verschiedener ethnischer Herkunft an Verschür lieferte. Und dabei ging es um die Entwicklung eines serologischen Tests zur Feststellung der Rassenzugehörigkeit. Das ist natürlich O-Ton. Manchmal müssen Sie sich die Anführungszeichen mitdenken, weil man kann sie nicht immer dazu sagen. Und wenn man über den Nationalsozialismus und Rassenpolitik redet, kommt man um die Begriffe denn auch nicht drum rum. Also es ging darum, einen serologischen Rassentest zu entwickeln, der im Erfolgsfall die geplante rassenpolitische Neuordnung Europas hätte erleichtern können. Da hätte man ja dann Millionen durchchecken müssen und das wäre, wenn dieser Test überhaupt erfolgreich gewesen wäre. Er war es nicht, er war von der ganzen Anlage her. Letztendlich saß er einem Irrtum auf. Aber wenn es denn erfolgreich gewesen wäre, dann hätte das für die Nachkriegspläne des NS-Regimes hätten sie eine zentrale Rolle gespielt. Dass es sich bei diesen Blutentnahmen um Lieferungen für die Ausarbeitung eines solchen Tests handelt, hat Achim Trunk rekonstruiert, ein Biochemiker, der aus den dürftigen Berichten Verschürs an die Deutsche Forschungsgesellschaft genau zeigen konnte, was da wirklich ablief. Bis dahin hatte man immer so Vorstellungen, man wusste eigentlich nicht so genau, worum es ging. Man wollte wissen, ob da Resistenzen gegen TBC nachweisbar waren oder anderes oder dass dort Menschen mit TBC infiziert worden wären und dann hätte man die Blutproben zur Analyse wiederum nach Berlin geschickt. Das ist alles einfach Quatsch. Es ging um die Erarbeitung eines solchen Rassentests. Es wurden weiterhin heterochrome Augenpaare heißt, also es gibt Menschen, die haben ein blaues und ein braunes Auge oder sie haben überhaupt auch ein Augapfel, kann mehrere Farben haben, also es sind eben nicht alle Leute eindeutig blau, grau, grün oder braunäugig, da gibt es alle möglichen Varianten und heterochrome Augenpaare sind nun, gerade wenn es zwei unterschiedliche Augen sind, ein seltenes Merkmal und alle seltenen Pigmentierungen waren in dieser Frühzeit humangenetischer Forschung natürlich besonders wichtig, weil man gerade seltene Merkmale, wenn man diesem Erbgang auf die Spur kam, dann war man wenigstens schon ein Schrittchen weiter. Also insofern waren sie für diejenigen, die Erbgänge erforschen wollten, ein wichtiges Objekt. Es ging in diesem Fall um Augenpaare von mehreren ermordeten Mitgliedern einer Sinti-Familie, die Karin Magnussen bereits in Berlin untersucht hatte, also klinisch untersucht hatte. Sie hatte sie verzeichnet, hatte die Augenfarben festgestellt, hatte die Genealogie dieser Familie aufgezeichnet und wollte nun also dem Erbgang dieser Heterochromie auf die Spur kommen. Und sie beauftragte eben Mengele,
die Augenpaare, wenn diese Menschen denn zu Tode gekommen wären. So viel konnte auch sie oder wusste sie, dass die Chancen, dass sie in Auschwitz zu Tode kommen würden, ziemlich hoch waren. Dann solle er die Augen herauspräparieren und ihr schicken. Das hat er getan. In mindestens 5 Fällen ist das eindeutig nachgewiesen. Die Zahlen sollen aber auch höher gehen, aber da sind die Quellen nicht eindeutig. Karin Magnussen hatte vorher ihre Untersuchungen an Kaninchen durchgeführt. Da tritt das Phänomen auch auf. Und da hatte sie ja schon die Chance, dass sie einerseits lebende Kaninchen anguckt und andererseits tote Kaninchen, deren Augen herauspräpariert und die dann seziert. Jetzt konnte sie das, was sie vorher nur an Kaninchen machen konnte, eben an Menschen tun. Weitere Dienstleistung, die Mengele für Magnussen übernahm in Auschwitz, war, dass er einigen Kindern mit einiger Sicherheit Adrenalin oder ein anderes Hormon in die Augen eingeträufelt hat. Und darum ging es nicht, wie es in der Presse oder dann auch in Romanen und in Hollywood-Filmen vorkommt, nicht darum, Menschen blauäugig zu machen, sie sozusagen mit Umfärbung der Augen zu Ariern zu machen, sondern es ging darum, die Gen-Wirkkette zu rekonstruieren. Also man wusste schon, dass Gene und Enzyme bei der Ausprägung von Merkmalen zusammenwirken. Die Ein-Gen-Ein-Enzym-These war im Entstehen begriffen. An der arbeitete auch das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie unter Adolf Butenandt mit. Und für diese Hypothese der oder dann eben schon zur These verdichteten, inzwischen aber wieder modifizierten Ein-Gen-Ein-Enzym-These erhielten Tatum und Beadle 1958 den Nobelpreis. Mengele lieferte weiterhin Körperpräparate von ermordeten Menschen mit Wachstums- und Skelettanomalien an Hans Grebe, der die Erblichkeit körperlicher Fehlbildungen erforschte, beziehungsweise an Wolfgang Abel, der sich bereits 1937 mit der Zwangssterilisation der sogenannten Rheinland-Bastarde, also der Kinder von schwarzen Besatzungssoldaten der französischen Armee im Rheinland, auf dem Feld bereits hervorgetan hatte und der jetzt an einer Lehrsammlung von Skeletten für eine Rassengeschichte Europas arbeitete. Alle diese Präparationen lassen sich, wie Hans-Walter Schmuhl gezeigt hat, auf das 1937 von Eugen Fischer im Austausch mit seinem designierten Nachfolger Verschür konzipierte Forschungsprogramm der Phänogenetik zurückbeziehen. Dabei geht es um die Phänogenese, also die Ausprägung des Genoms im Phänotypus, die Wechselwirkungen der Gene untereinander und ihr Zusammenspiel mit korrespondierenden Enzymen sowie den Einflüssen der umgebenden Bedingungen, und zwar sowohl der Umwelt als auch der verschiedenen Entwicklungsstadien des Organismus vom Fetus bis zum Greis. Aufgabe der Phänogenetik war es, die Wirkketten bis zur Ausprägung des Phänotypus des Menschen darzustellen. Dieses Programm eröffnete neue Forschungsfelder und bot Anknüpfungspunkte zu den physiologischen und entwicklungsbiologischen Vererbungsforschungen, die in den benachbarten Kaiser-Wilhelm-Instituten für Biologie und Biochemie durchgeführt wurden. Zwar wich das KWI für Anthropologie mit dieser Schwerpunktsetzung auf die Phänogenetik vom humangenetischen Mainstream, dem internationalen Mainstream der Zeit ab, der sich in den 1940er Jahren von der klassischen Genetik über die Mutationsforschung hin zur Molekulargenetik entwickelte. Aber die Phänogenetik bewegte sich auf einem Feld, das seit den frühen 30er Jahren von der Rockefeller Foundation verstärkt gefördert wurde und das sich als Epigenetik neben der in den 1950er Jahren in den Vordergrund drängenden Molekulargenetik durchaus halten konnte und das jenseits der Genomentschlüsselung heutzutage durchaus wieder aktuell ist.
Ich komme jetzt also von sozusagen, wenn man so will, von der Grundlagenforschung zur angewandten Rassenforschung, die am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie ebenfalls getrieben wurde. In dem Fall waren die Zusammenarbeit mit den rassenpolitischen Instanzen des Regimes ganz eng. Und tatsächlich wurde der Alltag in Dahlem im Kaiser-Wilhelm-Institut von der Eugenik bestimmt. Die Vorstellung, dass exakteres Wissen über Vererbungsvorgänge dazu beitragen könne, der in nahezu allen Industrieländern dieser Zeit beschworenen Degeneration der Bevölkerung, des Volkskörpers oder der Rasse, viele Anführungszeichen, gezielter entgegenzuwirken, diese Vorstellung wurde von vielen Medizinern und Biowissenschaftlern geteilt, unabhängig davon, an welchen Objekten, ob Bakterien, Löwenmäulchen, Drosophila, Kaninchen oder eben Menschen und mit welchen Methoden, ob mit Kreuzungsversuchen, künstlichen Mutationen, Tiermodellen, mikroskopischen Zellanalysen, Genealogie, Populationsstatistik, Dermatoglyphik oder eben Zwillingsvergleiche, egal mit welchen Methoden sie diesen Vorgängen auf die Spur kommen wollten. Bei seiner Gründung 1924, ich sagte schon, eine breite politische Koalition von links bis rechts, hatte man eben in diesen eugenischen Konsens der 20er Jahre eingestimmt. Das Gründungsversprechen des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie lautete, jetzt Zitat, an der Erhaltung von Erblinien zu arbeiten, sie zu studieren und günstig zu beeinflussen, sie von Schädigungen unserer Kulturmaßnahmen freizuhalten oder wieder zu befreien. Dieses Versprechen versuchte das Kaiser-Wilhelm-Institut auf verschiedenen Wegen einzulösen. Der erste Schritt war die Vorbereitung eines Gesetzentwurfs zur freiwilligen Sterilisierung bereits 1932 in Preußen. Dieses Gesetz trat nicht mehr in Kraft, aber es war die Basis für das sehr viel schärfere NS-Zwangssterilisationsgesetz von 1933. Am Kaiser-Wilhelm-Institut wurde das Personal für die Durchführung dieses Gesetzes geschult, also die Amtsärzte und die Richter an den Erbgesundheitsgerichten und die Mitarbeiter des Instituts, einschließlich der Direktoren Verschür und Fischer, arbeiteten an prominenten Stellen in den Erbgesundheitsgerichten mit. Es wurden hunderte von Erbgesundheitsgutachten für Sterilisationsverfahren oder auch Heiratsgenehmigungen angefertigt. Es wurden ebenfalls Abstammungsgutachten für rassistische und antisemitische Selektionen von Menschen angefertigt, die als Juden oder Zigeuner ausgegrenzt und in letzter Konsequenz ermordet werden sollten. Ich komme jetzt, gehe einen Schritt zurück und gucke, konzentriere mich nicht mehr nur auf das Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, sondern schaue auch auf die anderen Institute innerhalb der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Innerhalb der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war das KWI für Anthropologie mitnichten ein Solitär. Auch andere KWI kooperierten mit der NS-Rassenpolitik. Das sind insbesondere die hier auf der linken Seite. Also das KWI für Hirnforschung in Berlin-Buch und die Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie in München. Sie waren in ähnlicher Weise in den Instanzen der NS-Rassenhygiene und Rassenpolitik aktiv. Vor allem aber kooperierten sie mit den Tötungsanstalten der sogenannten Euthanasie. Es wurden also in die Tausende gehende Hirne angefordert, abgeholt, in herauspräparierte Hirne in den Tötungsanstalten, die dann für die Hirnforschung aufbereitet wurden, um eben in Hirnschnitten zu sehen, wie sich die Pathologien, die tatsächlichen oder vermeintlichen Pathologien, die diese Menschen, ja, aufgrund derer diese Menschen der Euthanasie zugeführt wurden, ob und wie sich diese möglichen Pathologien in Hirnschnitten wieder auffinden lassen würden.
NS-Medizin war aber nicht das einzige Feld. Man kann vermutlich sagen, alle Kaiser-Wilhelm-Institute, mir fällt jetzt keines ein, was ich wirklich rausnehmen könnte, waren, wenn sie nicht in der NS-Medizin engagiert waren, in der Kriegs- und Rüstungsforschung in der einen oder anderen Weise beteiligt. Hier auf der rechten Seite sehen Sie einige dieser Institute benannt, aber mitnichten alle. Etwa diejenigen für physikalische Chemie, für Arbeitsphysiologie, medizinische Forschung, Strömungsforschung hier in Göttingen, Züchtungsforschung oder Lederforschung arbeiteten unter verschiedenen Aspekten an der Entwicklung von chemischen Kampfstoffen beziehungsweise an der Entwicklung von Schutzmaßnahmen gegen Giftgase. Das war aber immer ein Wechselspiel. Wenn man ein neues Gas hatte, entwickelte man eine neue Maske. Wenn man eine neue Maske hatte, entwickelte man ein neues Gas, was diese Maske brechen könnte. Also das war so immer ein Ping-Pong-Spiel. Auch giftresistente Kleidung und Stiefel und Ähnliches. Diese Geräte, Fasern, Instrumente wurden vermittelt über Universitäten und militärärztliche Akademien, zum Teil an KZ-Häftlingen getestet. Florian Schmalz, der auch noch hier sprechen wird, hat darüber ausführlich gearbeitet. Agrarwissenschaftliche Kaiser-Wilhelm-Institute züchteten unter anderem mit der Zwangsarbeit von Auschwitz-Häftlingen Kautschukpflanzen, was auch keineswegs eine niedliche Gärtnerarbeit war, sondern einem großen Ziel diente, nämlich der zukünftigen agrarwirtschaftlichen und zugleich rassenpolitischen Neuordnung der zu erobernden Ostgebiete. Hierüber hat vor allen Dingen Susanne Heim gearbeitet. Andere waren in der Rüstungs- und Ersatzstoffforschung aktiv, eben zum Beispiel bei Lederersatzstoffen, die KZ-Häftlinge in Sachsenhausen auf der Schuhprüfstrecke in einem also besonders gefürchteten Kommando testen mussten, worüber Anne Sutrow gearbeitet hat. Und schließlich trugen eigentlich alle Kaiser-Wilhelm-Institute mehr oder weniger erheblich und in jedem Fall bereitwillig dazu bei, dass das NS-Regime der Übermacht der Alliierten 6 Jahre standhalten konnte, eine These, die Helmut Mayer ausführlich in seinen Bänden dargelegt hat. Die KWG als Ganzes war, so lassen Sie mich die Fakten zusammenfassen, ein integraler Teil des NS-Regimes. So, damit komme ich dann zu meinem dritten Teil. Verdrängen und vergessen. Diese komplexe Verflechtung, in die die Mehrzahl der Kaiser-Wilhelm-Institute und eine Vielzahl unterschiedlichster Forschungsrichtungen einbezogen waren, ist erst durch die historische Aufarbeitung der Präsidentenkommission wieder zutage gefördert worden. Gegenüber der amerikanischen Besatzungsmacht, die den Rüstungsforschungskonzern, wie sie die KWG einiger Berechtigung durchaus bezeichnete, die amerikanische Besatzungsmacht hätte die KWG, den Rüstungsforschungskonzern, zunächst am liebsten aufgelöst. Gegenüber dieser Besatzungsmacht leugneten die Repräsentanten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und die befragten KWI-Direktoren ihre Beteiligung an Krieg und Rassenpolitik. Sie deklarierten, dass ihre Arbeiten als Grundlagenforschung, für deren politische Folgen sie nicht verantwortlich seien und die auch weiterhin unverzichtbar wären. Und das sahen am Ende auch die Amerikaner so. Die Briten und Franzosen waren nach anfänglichen Vorbehalten schon früher zu der Überzeugung gekommen, dass sie auf die Kaiser-Wilhelm-Institute als Leuchttürme der Forschung nicht verzichten konnten, wenn Westeuropa wieder aufgebaut werden sollte und in der internationalen Scientific Community gleichberechtigt mitspielen wollte. Dieser westeuropäisch-transatlantische Konsens im Kalten Krieg förderte erst das Verdrängen und dann das Vergessen der Teilhabe der KWG am NS-Regime, einschließlich der medizinischen Verbrechen. 1948 wurde die KWG als Max-Planck-Gesellschaft in Göttingen umgegründet und hier sehen Sie ein Foto
dieser Gründungsveranstaltung. Das ist im Kameradschaftshaus der Aerodynamischen Versuchsanstalt. Also da müssten die Einheimischen sagen, was man davon noch wiedererkennt und überhaupt noch sehen kann. Wir haben uns gefragt, was die Weihnachtsbäume dahinter sollen im Februar, aber möglicherweise hatte man zu dieser Zeit auch keinen anderen Blumenschmuck, um diese Feier, um die Turnhallenatmosphäre dieses Raumes zu kaschieren. Fast alle Institute der KWG wurden häufig an ihren Verlagerungsorten und eben unter anderem in Göttingen weitergeführt. Nur beim Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie kam es etwas anders. Verschür hatte sich nach Nordhessen abgesetzt, erhielt in der amerikanischen Zone zunächst Berufsverbot und fiel als Institutsleiter aus. Also seine Verbindung zu Auschwitz war bereits seit 1946 in der Presse. Also das ist nichts, was man mühselig aufdecken musste. Die Tatsache, dass er mit Mengele kooperiert hatte, war bereits 1946 öffentlich bekannt. Gleichwohl ergab sich die Nichtweiterführung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie im Zuge der ungeordneten Teilverlagerungen bei Kriegsende, den misslichen Umständen im geteilten Berlin sowie der bitteren Konkurrenzkämpfe der verbliebenen Berliner Abteilungsleiter um die Institutsleitung eher zufällig, als dass sie von der Generalverwaltung der MPG so entschieden worden wäre. Dort setzte man vielmehr darauf, dass dieser Schandfleck im Zuge dieser jahrelangen Querelen allmählich verblassen würde. Es waren die Überlebenden der medizinischen Experimente in den KZs selbst, die in Verbindung mit einigen Journalisten, Historikern und einzelnen engagierten Medizinern und Biowissenschaftlern, vor allen Dingen aus Großbritannien, USA und Kanada, die immer wieder auf Aufarbeitung und mehr noch auf die Anerkennung der medizinischen NS-Verbrechen drängten. Sie forderten die MPG als Eliteorganisation der deutschen Wissenschaft immer wieder auf, die von der KWG auf sie überkommene Verantwortung für das notorische Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie anzuerkennen, auf das sich dann die öffentliche Empörung auch längst verengt hatte. Diesem öffentlichen Druck war es letztlich zu verdanken, dass das Forschungsprogramm zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus Ende der 90er Jahre endlich installiert wurde. Und damit komme ich zu meinem abschließenden Teil. Damit ließ der Druck aber noch nicht nach, dass man einfach nur ein Aufarbeitungsprogramm finanziert und durchführen lässt. Im Post-Histoire nach dem Ende des Kalten Krieges und um die Millenniumswende herum wurden auf den Bühnen der internationalen Politik weltweit historisch-politische Bußrituale zelebriert. Der amerikanische Präsident entschuldigte sich 1998 für die Untaten der Sklaverei. Der Papst folgte im heiligen Jahr 2000 mit einem Schuldbekenntnis, das sich von den Kreuzzügen über die Zwangsmissionierung, die Inquisition und die Verurteilung Galileis bis zur Mitschuld von Christen an der Shoah erstreckte. Die Liste dieser Entschuldigungen ließe sich vermutlich bis heute fortsetzen, auch wenn ich den Eindruck habe, dass der Boom solcher historisch-politischer Entschuldigungen inzwischen etwas abebbt. Und auch die MPG wurde, noch bevor das Forschungsprogramm überhaupt Ergebnisse vorlegen konnte, zu einem solchen Bußritual einschließlich der Formulierung einer expliziten Entschuldigung genötigt. Der Zürcher Philosoph Hermann Lübbe hat die logischen, historischen und moralischen Verwerfungen analysiert, die mit einem solchen Ritual verbunden sind, wenn sich nicht die unmittelbaren Täter und Opfer, sondern deren institutionelle Nachfolger bzw. Fürsprecher gegenüberstehen. Im Falle des MPG-Bußrituals standen sich Hubert Makel, der erste und bisher einzige nicht aus der MPG selbst hervorgegangene Präsident, und 8 Überlebende von medizinischen Experimenten gegenüber.
Sie waren als Kinder Opfer von Menschenversuchen geworden, allerdings ließen sich ihre individuellen Gewalterfahrungen nicht in einen direkt rekonstruierbaren Zusammenhang mit den Forschungen von Wissenschaftlern der KWG bringen. Beide Seiten des Entschuldigungsaktes wiesen ihrem Gegenüber eine Rolle als Repräsentant eines größeren Kollektivs zu. Für die MPG repräsentierten die 8 Überlebenden von Menschenversuchen alle Opfergruppen von biowissenschaftlichen NS-Verbrechen, an denen KWG-Wissenschaftler beteiligt waren. Für die Überlebenden repräsentierte die MPG bzw. als Nachfolger der KWG die NS-Biowissenschaften insgesamt, die sie als konstitutiv für ihre spezifischen Gewalterfahrungen erachteten. Damit gerieten Vorstellungen und Fakten aneinander und nicht nur das, auch die Erwartungen, die an das Ritual geknüpft wurden, konfligierten. Der Streit darüber, in welchem Verhältnis Entschuldigung und Vergeben, Aufarbeitung und Erinnerung zueinander stehen sollten, war unüberhörbar und mindestens 3 Optionen standen bei jenem Ritual im Juni 2001 im Raum. Die erste Option war entschuldigen und vergeben. Für diese Option stand vor allem Eva Moses-Kohr. Sie war eine dieser Kinder, die auf diesen Befreiungsbildern aus Auschwitz. Im Verbund mit dem Biochemiker Benno Müller-Hill, dem Wissenschaftsjournalisten Ernst Klee, den führenden anglosächsischen Wissenschaftsjournalen Science und Nature, Sie hatten die Zeitungsartikel am Anfang gesehen, und nicht zuletzt dem ZDF. Letzteres hatte Eva Moses-Kohr in Vorbereitung eines Beitrags zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, also 1995, den Kontakt zu dem ehemaligen SS-Arzt und Mengele-Assistenten in Auschwitz, Hans Münch, vermittelt. Anfang der 90er Jahre waren die international organisierten, vor allem in Nordamerika und Frankreich aktiven Negationisten, die die fabrikmäßige Ermordung der europäischen Juden in den Vernichtungslagern leugnen, publizistisch im Aufwind. Eva Moses-Kohr wollte der Auschwitz-Lüge etwas entgegensetzen. Sie forderte Münch auf, am 27. Januar 1995 auf den Trümmern der Krematorien und vor den Augen der Weltöffentlichkeit die Existenz und technische Funktionstüchtigkeit der Gaskammern zu bezeugen. Dafür wollte sie sich mit ihrer persönlichen Amnestieerklärung bei Münch revanchieren. Für unanfechtbare Dokumente und international gültige Ritualhandlungen, die bestätigen, was wirklich gewesen ist, war sie bereit zu vergeben. Im Rahmen des Dahlemmer Bußrituals formulierte eine andere Überlebende aus Israel genau, welche prominente Rolle der deutschen Spitzenforschungseinrichtung in diesem Bemühen um hochkarätige Wirklichkeitsbezeugungen zugedacht war. Vera Kriegel, Sie sehen sie hier, neben Moses-Kohr und hier bei unserem Symposium, wo sie auch ihr Statement verliest, aus dem ich kurz zitiere. Vera Kriegel hatte gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester und ihrer Mutter Mengeles Experimente und Auschwitz überlebt. Sie hatte, so wie sie es ihrer sterbenden Mutter versprochen hatte, lange nach dem, wie sie, Zitat, höchsten Berg gesucht, von dem aus sie der ganzen Welt sagen konnte, was man uns angetan hat. Und sie fand diesen Berg im dann doch sehr flachen Berlin-Dahlem im Rahmen unseres Rituals. Die zweite Option, Tatsachen offenlegen, wird vor allen Dingen repräsentiert durch Hubert Markel und sicherlich auch durch unser Forschungsprogramm, die wir uns dieser Aufgabe ja verpflichtet hatten. Vor diesem emotional aufgeladenen
und medial hell ausgeleuchteten Erwartungshintergrund versuchte Hubert Makel als Präsident der MPG einen anderen, einer Wissenschaftsorganisation, adäquaten Akzent zu setzen. Auch ihm ging es um nichts weniger als die notwendige Feststellung der Wahrheit, Zitat, allerdings nicht der NS-Verbrechen im Allgemeinen oder der Gaskammern von Auschwitz im Besonderen, sondern der konkreten Tatbeiträge von KWG-Wissenschaftlern an dem unleugbaren Verbrechensgeschehen. In dem von ihm präzise definierten wissenschaftlichen Dreischritt offenbarte sich der Biologe. Zunächst seien die Fakten zu erhärten, darauf sei ein Boden gesicherter Tatsachen zu bereiten, erst dann seien Bewertungen möglich, die über den allgemeinen Ausdruck der Betroffenheit angesichts der NS-Verbrechen hinausgingen. In seiner Rede konzentrierte sich Makel auf die Fakten. Sie belegten, Zitat historisch zweifelsfrei, die geistige, und jetzt sind viele Zitate im Folgenden, die geistige Miturheberschaft und aktive Mitwirkung von Wissenschaftlern, vor allem aus den beiden Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituten für Anthropologie bzw. für Hirnforschung sowie der Deutschen Forschungsanstalt in München. Und zwar auf drei Feldern. Erstens der Anregung, Unterstützung und Durchführung der NS-Rassengesetzgebung und er nannte hier als Haupttäter Ernst Rüdin, Eugen Fischer und Ottmar von Verschür. Ernst Rüdin war Direktor der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München. Zweitens die Verwendung von menschlichen Präparaten von Euthanasieopfern und hier nannte er die Wissenschaftler am KWI für Hirnforschung und eben an der Forschungsanstalt, Hugo Spatz und Julius Hallervorden. Und drittens die Kooperation mit Mengele in Auschwitz, die ich Ihnen ja ausführlich vorgestellt habe. Die KWG als Ganzes, so fasste er es selbst zusammen, habe diese Aktivitäten wissentlich oder unwissentlich geduldet. Das Bekenntnis zur historischen Verantwortung war in dieser Rede weder als Antwort auf die Entschuldigung der Medien noch auf die Forderung von überlebenden Opfern konzipiert. Es erwuchs vielmehr direkt aus den zweifelsfreien Ergebnissen der historischen Forschung, auch ein Zitat, denen sich eine Wissenschaftsorganisation schlechterdings nicht entziehen kann. Wissenschaftliche Befunde, Wahrheitsfeststellungen wurden aufgerufen, um das nachfolgende Schuldbekenntnis zu legitimieren. Nicht zuletzt gegenüber manchen Mitgliedern der eigenen Organisation, die noch immer den institutionellen und wissenschaftspolitischen Nutzen der aufwendigen Aufarbeitungsbemühungen bezweifelten und den Ruf ihrer Institute gefährdet sahen. Ich wollte noch mal kurz auf dieses Bild eingehen, was Makel natürlich vermeiden wollte, war genau die Zusammensicht dieser beiden Bilder. Also er hat sich sehr lange gesträubt, eine Entschuldigung auszusprechen, weil hier in diesem Fall, da haben wir es mit einem nachgewiesenen Täter zu tun, der mag sich entschuldigen und ihm mag vergeben werden, egal wie man das jetzt moralisch und ethisch bewerten will, aber es ist wenigstens derjenige, der verantwortlich ist. Hier ist es ein Repräsentant, der für eine Organisation spricht, in deren Vergangenheit Verbrechen geschehen sind und genau diese Gleichsetzung, die widerstrebte ihm stark. Und insofern gab es eben lange den Versuch, das Wort oder den Satz, wir bitten um Entschuldigung oder ich entschuldige mich, was sowieso eine semantisch komplizierte Geschichte ist, zu vermeiden und stattdessen zu sagen, wir arbeiten auf, wir legen Tatsachen klar und wir übernehmen Verantwortung dafür. Aber so differenziert war die öffentliche Debatte zu dieser Zeit nicht, als dass er damit wirklich durchgekommen wäre. Und um den Satz, wir entschuldigen uns oder im Namen der Gesellschaft entschuldige ich mich, kam er zu dieser Zeit einfach nicht drumherum. Eine dritte Option stand ebenfalls im Raum
Und zwar in der Rede von Jona Lax aus Tel Aviv, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Mengeles Experimente ebenfalls überlebt hatte. Ihr Beitrag war in der ursprünglichen Planung des Dahlemer Bußrituals nicht vorgesehen. Er wurde jedoch von den israelischen Gästen, und das waren von den 8, glaube ich, 4 oder 5 kamen aus Israel, er wurde von den israelischen Gästen gegen die Position von Eva Moses Kohr nachdrücklich reklamiert und schließlich in das offizielle Programm aufgenommen. Jona Lax setzte sich kritisch sowohl von der Position des Vergebens als auch der des historischen Aufarbeitens ab. Sie berief sich auf die jüdischen Religionsgesetze, die den Gläubigen gebieten, sich zu erinnern, Zitat, dass ihr Sklaven wart. Ihre Sprecherinnenposition definierte sie exakt als, Zitat, Gesandte jener Mengele-Opfer, die noch am Leben sind. Als solche sei sie weder befugt, im Namen der Toten Vergebung auszusprechen, noch sei sie von den lebenden Mitgliedern ihrer Organisation dazu beauftragt worden. Auch als Einzelperson habe sie kein Recht dazu, sondern vielmehr daran zu mahnen, dass Vergebung zu Vergessen führe und insofern dem religiösen Gesetz widerspreche, dem sie sich verpflichtet fühlte. Jona Lax wies die im Publikum versammelten Repräsentanten der MPG, aber auch uns Historikerinnen und Historiker darauf hin, dass Erinnerung nicht bei historischer Aufarbeitung stehen bleiben dürfe. Zitat: Sie wollen mit den Nazi-Verbrechen aufräumen, die wir in Erinnerung behalten wollen. Wir verlangen von Ihnen, dass Sie sich an das erinnern, was Sie aufräumen und dann vielleicht vergessen wollen. Jona Lax forderte die Historiker auf, die medizinischen und biowissenschaftlichen NS-Verbrechen innerhalb des wissenschaftlich-medizinischen Systems ihrer Zeit zu verorten, sowie die institutionellen und kommunikativen Netzwerke zu rekonstruieren, die einen Mengele innerhalb seiner Gesellschaft und ihres Wissenschaftssystems funktionsfähig gemacht hatten. Ich denke, dieser Aufgabe haben wir uns sehr verpflichtet gefühlt und wir haben unser Bestes getan, dem gerecht zu werden. Ihre eigene Rolle und die ihrer Mitreisenden sah sie nicht als Zeitzeugen. Um Tatsachen zu bestätigen, dafür seien die konkreten Erinnerungen schon längst zu blass. Aber sie wollten im Rahmen des wissenschaftlichen Symposiums mit ihren lebendigen Stimmen, so drückte sie es aus, die nach allen Regeln der historiografischen Profession zutage geförderten und geprüften Tatsachen an die gelebte historische Wirklichkeit zurückbinden, die es als solche zu erinnern gelte. Ich komme zum Schluss. In der historischen Aufarbeitung gilt die Arbeit der Forschungskommission der Max-Planck-Gesellschaft und eben auch die Bedingungen, die die Max-Planck-Gesellschaft uns gegeben hat, als vorbildlich. Mit der Erinnerung tut sich die MPG bis heute sehr schwer. Herr Schumann hatte erwähnt, ich bin mit diversen Aufarbeitungsprojekten als Beirätin oder Kommissionsmitglied befasst. Andere Institutionen haben Denkmälergesetz, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, oder sie haben eine Ausstellung oder ich glaube eine Dauerausstellung in ihren Eingangsräumen installiert. Die DFG in Bonn hat immer noch, ich weiß es nicht genau, eine Ausstellung zum Generalplan Ost als Ergebnis ihres Aufarbeitungsprojekts, aber als Art der Erinnerung an das Geschehen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde, die insofern kein Gebäude hat, keinen Ort hat als Professionsgemeinschaft. Sie hat in ihrer Satzung die Verpflichtung zur Erinnerung an die eigenen Teilhabe an der Euthanasie aufgenommen. Sie hat Ehrenmitgliedschaften aberkannt. Sie hat vor allen Dingen eine Wanderausstellung konzipiert, die immer noch unterwegs ist.
Und sie hat das Denkmal, was jetzt in Berlin an der Philharmonie, an der Tiergartenstraße 4, also wo die Euthanasiezentrale war, dort ist jetzt ein Denkmal, das ist unter anderem auch von der DGPPN mit angestoßen worden. An die Verbindung von Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie in Dahlem und Auschwitz erinnert bis heute nur eine Tafel. Diese da. Und Sie sehen hier, das ist der Eingangsbereich zum Kaiser oder die Eingangstür zum ehemaligen KWI für Anthropologie. Das Gebäude wurde bereits in gleich 48 von den Amerikanern geräumt wurde, an die FU übergeben und ist seitdem im Besitz der Freien Universität. Hier unten sehen Sie dann auch die Institutsnamen, also das Gebäude gehört zum Otto-Suhr-Institut. So, und hier hängt eine Tafel. So schaut sie aus. Ich glaube nicht, also sie ist auch im Original nicht viel besser lesbar. Deshalb gibt es hier noch eine Transkription. Diese Tafel wurde bereits 1988 angebracht, hat also mit unserem Forschungsprogramm überhaupt nichts zu tun. Und zwar auf Initiative von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen des Otto-Suhr-Instituts und gegen den Protest, also von der FU natürlich verantwortet, aber gegen den Protest der Max-Planck-Gesellschaft. Diese Tafel also sagt einiges Richtige. In diesem Gebäude befand sich dieses Institut. Die Direktoren waren Fischer und Verschür. Sie lieferten die wissenschaftliche Begründung für die Rassen- und Geburtenpolitik. Interessant ist das Wort Geburtenpolitik. Das ist der damaligen, dem Boom der Geschlechterforschung dieser Zeit zu verdanken. An der Stelle von Bevölkerungspolitik meinte man auf Geburtenpolitik abzustellen. Sicherlich gehört ein großer Teil ist Geburtenpolitik, aber Bevölkerungspolitik geht darin auch nicht auf. Kommt die Gutachten für die Abstammungsnachweise und Zwangssterilisation, alles soweit in Ordnung. Dann kommt ein problematischer Satz. Die vom Reichsforschungsrat bewilligten und von der DFG finanzierten Zwillingsforschungen des Schülers und persönlichen Mitarbeiters von Josef Mengele im KZ Auschwitz wurden in diesem Gebäude geplant und durch Untersuchungen an Organen selektierter und ermordeter Häftlinge unterstützt. Also da wird das, was ich Ihnen versucht habe, auseinanderzudröseln, worin die Zusammenarbeit tatsächlich besteht, alles nochmal in einem Satz, der nicht falsch und nicht richtig ist, zusammengefasst, aber damals wusste man das ja auch noch nicht. Also insofern ist diese Tafel mit diesem Text ganz sicher gegenüber dem neuen Forschungsstand veraltet. Aber sie ist nicht nur veraltet, und es ist auch überhaupt die Frage, ob neue Forschungsergebnisse, so wie ich sie Ihnen präsentiert habe, so kurz dargestellt werden können, dass sie hinreichend differenziert verstanden werden können. Und sie ist ja jetzt schon ausgesprochen lang, sodass kaum einer davor stehen bleibt, um sie wirklich zu lesen. Und vor allen Dingen, obwohl der Text so lang ist, fehlt ihm dennoch das Wichtigste. Die Opfer werden mit keinem Wort erwähnt. Eine angemessene Tafel müsste vor allem die Opfer in den Mittelpunkt stellen und dennoch die Täter nicht verschweigen. Für die Darstellung der neuen differenzierten Forschungsergebnisse, der Einbettung der KWG in die Rassen-, Bevölkerungs- und Kriegspolitik des NS-Regimes bedarf es ganz gewiss anderer Präsentationsformen als einer schlichten Gedenktafel. Meines Erachtens, und das habe ich mehrfach vergeblich vorgebracht, ich tue es auch hier noch abschließend noch einmal, wäre eine Dauerausstellung am historischen Ort, denn er ist ja nach wie vor vorhanden, eine Dauerausstellung am historischen Ort wäre meines Erachtens dringend notwendig und sie müsste deutlich machen, wie sogenannte normale Forschung, Spitzenforschung zumal, in ethisch zweifelhafte und verbrecherische Zonen geraten kann, ohne auch nur ein Fünkchen ihrer Wissenschaftlichkeit zu verlieren.
Sie müsste die Kontinuitäten ethisch fragwürdiger Forschungen sowohl in die Zeit vor 33, aber auch in die Zeit nach 45 aufzeigen. Sie müsste aktuelle Gefahrenzonen und Möglichkeiten ihrer Einhegung zumindest anregen zu diskutieren. Und sie müsste die Opfergruppen im Einzelnen benennen und anerkennen, dass es dem Einsatz der überlebenden Opfer in erster Linie zu verdanken bleibt, dass die neueren Erkenntnisse über den Zusammenhang von Wissenschaft und NS-Verbrechen endlich zutage gefördert wurden. Vielen Dank.